Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Rückblick auf die Leipziger Buchmesse 2016. Ich war ein schlechter Vlogger, denn ich habe tatsächlich sehr wenig gefilmt und noch weniger Fotos gemacht. Und das lag tatsächlich daran, dass ich so viele tolle und lange Gespräche geführt habe und ganz, ganz tolle Begegnungen hatte. Und ich es da einfach unglaublich unpassend gefunden hätte, wenn ich da mit meiner Kamera rumgefuchtelt hätte. Dennoch gibt es von den einzelnen Treffen natürlich zumindest ein Foto. Und es erwartet euch, denke ich, ein ganz anderer Messebericht bei mir, als es zum Beispiel bei den vielen anderen Booktubern der Fall ist, die wirklich viel Messe aufgenommen haben und aufgesogen haben. Bei mir ist das wirklich diesmal eine sehr intensive Begegnungen-Messe gewesen, die mir wirklich unglaublich gut tat, die mich sehr motiviert hat und die mich einfach begeistert hat. Aber ich denke, wir fangen einfach mal an. Es ging bei mir samstagmorgens um etwas kurz nach 7 Uhr los. Ich hatte somit knapp 1,75 Stunden Fahrt gerechnet, wusste ja nicht, wie die Straßen so sind. In Bayern haben ja die Ferien angefangen, wollte ein bisschen eher da sein. Und dank Presseausweis kann man ja schon ab 9 sozusagen sich akkreditieren lassen und sich in den Hallen ein bisschen bewegen. Und dementsprechend dachte ich, so dass man ziemlich am Anfang dabei ist, fahre ich ab 9. Ich hatte eine wunderbare Autofahrt, ging wirklich sehr zügig und war dann tatsächlich so kurz nach 8:30 in Leipzig auf der Messe. Habe erstmal mich akkreditieren lassen vor Ort, habe meinen Parkschein bekommen und habe den dann auch ins Auto geschafft, samt meiner doch eigentlich sehr dünnen Strickjacke, weil ich schon merkte, in den Hallen war es da einfach schon unglaublich warm. Und ich dachte, nee, T-Shirt reicht vollkommen aus und du ärgerst dich nur, wenn du die Strickjacke rum hast. Ja, dann habe ich ein bisschen Brotzeit gemacht, habe was getrunken und um 10 wurden dann die Tore sozusagen eröffnet. Allerdings war ich vorher schon in Halle 1 und ich glaube, da habe ich auch tatsächlich ein bisschen gefilmt. Das blende ich euch jetzt einfach ein bisschen mit ein. Und zwar ist ja Halle 1 jetzt, glaube ich, so zum zweiten oder sogar schon zum dritten Mal wirklich für die ganzen Cosplayer. Also man findet da wirklich jetzt eine Halle mit Manga und sonstigen Dingen. Und in die Halle kriegt man mich eigentlich nicht, weil da wirklich unglaublich viele Menschen waren. Was ich sehr schön finde, ist, dass man sie jetzt wirklich in eine extra Halle gepackt hat, dieses Thema. Weil, wie ich das erste Mal in Leipzig war, war das ja mitten in Halle 3 und da war Halle 3 noch voller, als sie eh schon jetzt auch ist. Und ich finde es wirklich toll, dass man diesem Bereich eine extra Halle widmet und es wirklich den Fans und den Cosplayern möglich macht, da wirklich auch so ein bisschen vielleicht unter sich und vielleicht mit weniger merkwürdigen Blicken, weil manche gucken da tatsächlich sehr, sehr merkwürdig, ist mir aufgefallen. Ich bin da immer wieder begeistert, wie viel Mühe sich die Cosplayer geben und es war doch sehr schön, so durch diese leeren Hallen zu laufen. Und bin dann ganz gemütlich durch Halle 1 sozusagen gelaufen, bin dann Richtung Halle 3, weil die liebe Sandra, eine frühere Booktuberin, und ich uns schon per WhatsApp so ein bisschen kommuniziert hatten, dass wir gerne gemeinsam zu Sebastian Fitzek stand möchten. Und ich wollte ein Foto und Sandra wollte eine Signierung in ihrem Buch und wir wollten in die sagenumwobene Fitzek-Box gehen. Und haben uns dann eben um kurz nach 10 in Halle 3, so in der Nähe der Fitzek-Box, getroffen. Und ich habe ein ganz tolles, liebes Paket von Sandra erhalten. Vielen Dank nochmal dafür. Und habe das dann aber natürlich erst am nächsten Tag ausgepackt, habe es dann auch zwischendurch mal ins Auto gebracht, weil man ist dann so beladen am Ende. Und ja, so waren wir haben wir für die Fitzek-Box angestanden. Also erst sind wir sogar noch in Halle 3 umhergelaufen, wir waren am Hörbuchstand, wir waren so ein bisschen in Halle 3, weil die Fitzek-Box erst um 11 gestartet ist und sind da wirklich dann wunderbar 50 Minuten noch relativ entspannt und ruhig umhergelaufen und haben uns dann kurz vor 11 angestellt und in der Schlange habe ich dann schon die liebe Shari von Alles Allerlei getroffen und da haben wir dann auch schon ein bisschen gequatscht und ja, wir standen dann tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde, knapp eine halbe Stunde an der Fitzek-Box
und durften dann, also weil da immer nur 10 Personen, alle 10 Minuten sozusagen ist da die Regelung. Und bevor wir uns aber bei Fitzek angestellt haben, haben wir ihn tatsächlich am Verlagstand sitzen sehen. Und wir beide haben unseren Mut zusammengenommen und sind hingestürmt. Und Sandra hat ihre Signierung bekommen in ihr Buch und ich habe ein Foto bekommen. Und es ist wirklich so, ich kriege da nach wie vor nichts raus. Ich hatte ja auch noch keinen Sekt, ich hatte mir das ja eigentlich vorgenommen. Ach, wie gerne würde ich einfach mal ein Gespräch mit Sebastian Fitzek führen. Es ist wirklich schwierig. Ich kann nach wie vor nicht erklären, woran es liegt, aber das setzt alles bei mir aus. Und es gab ein sehr nettes Foto, wie auch, ich glaube, in Leipzig habe ich ihn jetzt schon öfter erwischt. Und ja, das ist so das erste Highlight des Tages sozusagen gewesen. Und auch wenn man nicht viel spricht, ich nehme da immer so ein mit. Und auch Sandra hat dann wunderbar gestrahlt. Und dann sind wir zur Fitzek Box und haben da wirklich eine halbe Stunde gewartet. Und 20 nach 11 oder 15 nach 11 durften wir dann in die Fitzek Box. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir da irgendwie was ganz anderes vorgestellt, als dann tatsächlich in der Fitzek-Box passiert ist. Ich meine, mittlerweile kann man ja, denke ich, sogar spoilern. Es ist halt ein Psychiater aufgetaucht, der uns erzählt, dass seit 10 Jahren Sebastian Fitzek in Behandlung ist und ja, dass er ganz normal aussieht und mit dem würden sie ja bestimmt auch mitgehen. Und Sandra und ich haben wie gelacht. Und dann haben wir den Trailer gesehen für Das Paket, also der neue Thriller, der ja erst im Oktober erscheint. Wir müssen also noch lange, lange geduldig sein. Ich gehe davon aus, dass das dann zur Frankfurter Buchmesse ja ein bisschen stimmungsgewaltiger vielleicht ist, vielleicht auch mit Lesungen und so wieder verbunden. Und ja, wir waren dann in der Fitzek-Box. Ja, es war lustig. Also das kann man absolut sagen. Es war jetzt allerdings nicht so spektakulär oder gruselig oder irgendwie, wie man sich das vorgestellt hat. Leider nicht. Man konnte auch bei einem Gewinnspiel mitmachen, denn es gibt ja jetzt diese Fitzek-Box, also tatsächlich diese 10 Bücher aus 10 Jahren und die jetzt in einer Box. Also wer noch keinen Fitzek hat und sagt, hier, da schlage ich zu, der kann sich die Box dann mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ich habe mir hier, glaube ich, sogar das mitgenommen. Ja, und hier ist dann sozusagen das Paket. Ja, erscheint am 26. Oktober. Also so wird es dann im Grunde aussehen, also wie im Paket. Der Buchtrailer sozusagen war schon sehr spannend, sehr cool. Also da, ja, konnte man sich schon auf was erwarten. Dann waren wir am HarperCollins Stand, oder es könnte auch noch vor der Fitzek-Box gewesen sein, und haben beide zur gleichen ja, Leseprobe gegriffen, Unrivaled. Gewinnen ist alles von Alison Noel. Das wird im Jahr Verlag erscheinen. Und hierbei handelt es sich um einen Young Adult Highlight 2016. Und es geht wohl so ein bisschen in Richtung Gossip Girl. Und ich fand jetzt Gossip Girl ja nicht so gut, aber ich fand die Leseprobe sehr spannend und werde das Buch auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und dann gab es, ja, einen Fotografienstand. Ich denke, das Bild blende ich euch mal ein, dann glitzert es nicht so. Weil das haben wir dann auch per E-Mail zugeschickt bekommen. Ja, die Sandra und ich haben uns vor die sehr schöne Straßenwand sozusagen gestellt und mit dem Titel Was geschah mit Madison Brooks? Und ja, das konnte man sich dann auch per E-Mail zuschicken lassen und haben wir beide auch schon bekommen. Also ja, das ist dann so unser Erinnerungsmoment oder gemeinsamer Erinnerungsmoment und ja, war sehr schön. Dann bin ich, dann haben wir uns getrennt. Ich glaube, es war dann so 11:30 und ich hatte dann ein Treffen mit den lieben Drostens, mit Horst und Julia. Und wir haben, ich glaube, in Halle 4, boah, ich hatte zum Glück einen Plan dabei, wo ich wann hin muss. Es könnte Halle 4 gewesen sein, in Nähe des Amazonenstandes, haben wir einen Kaffee getrunken. Also wirklich, ich glaube, locker über eine Stunde haben wir Kaffee getrunken, haben uns unterhalten. Für alle, die sie noch nicht kennen, Julia und Horst Drosten schreiben in der Regel historische Bücher.
Angefangen mit das Revue-Mädchen, war glaube ich das erste, was ich gelesen habe. Dann die Löwin von Mogador, oder ich glaube sogar, ich habe erst die Löwin von Mogador gelesen. Dann das Revue-Mädchen, obwohl sie andersrum erschienen sind. Dann kam die Honigprinzessin, ein ganz in unserer Zeit spielender Roman, ein sehr guter Roman, der mir unglaublich gut gefallen hat. Und dann auch die Schwarze Taube von Siwa, das in Ägypten spielt. Und ist mein absoluter Lieblingsroman von beiden. Ich finde gerade dieses Ägypten-Feeling, wenn man selbst Ägypten-Fan ist, hat man ganz viel gespürt in diesem Buch und hat ganz viel so auch Gerüche und so gehabt. Weil wenn dann beide über den Bazar von Kairo laufen und man war da schon, dann weiß man genau, was sie da eben ausdrücken wollen. Und tolle, tolle Bücher. Und sie arbeiten jetzt auch an ihrem neuen Buch schon, waren dazu jetzt, glaube ich, 2 Wochen auch in Indien. Und nein, nicht in Indien, doch in Indien? Sri Lanka? In Sri Lanka. Sie waren 2 Wochen in Sri Lanka. So rum war es, oder? Ja, Sri Lanka war es gewesen. Oh, ich werfe die Länder immer durcheinander. Haben mir dann natürlich auch ein bisschen von ihrer Reise erzählt und von ihrem neuen Buch und dass eins der Bücher jetzt im Grunde dann auch in Englisch erscheinen wird, was ich sehr cool finde, was ja wirklich dann die Sache einem breiteren Publikum so ein bisschen internationaler bekannt macht. Und das ist einfach so, ja, die beiden sind einfach auch so Frohnaturen und wir lachen da viel und ich glaube, wir freuen uns immer alle drei sozusagen, wenn wir uns treffen. Und ich mag auch einfach die Ideen, die beide im Kopf haben und was auch beide drumherum so erleben und dieser Austausch. Und das war wirklich so toll und man sitzt da so privat beieinander und ich finde das immer wieder toll. Also es hat mir schon in Frankfurt unglaublich gefallen und jetzt wirklich so beim Kaffee war das natürlich ein bisschen intensiver. Man hatte mehr Zeit und auch die beiden haben sich auch wirklich so die Zeit für mich genommen und es war wirklich toll. Also mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, mich mit beiden zu unterhalten und auch so mal über andere Dinge, über das Private so ein bisschen einfach sich zu unterhalten. Und also ich mag beide unglaublich gerne und es gibt dann natürlich auch ein Foto von uns dreien, das dann der liebe Horst noch gemacht hat und wir strahlen alle drei, ich glaube, da muss man gar nicht mehr sagen und ich freue mich auf das neue Buch der beiden und dann natürlich auch hoffentlich auf ein Wiedersehen in Frankfurt, wenn das alles so klappt und das war wirklich ganz, ganz toll. Dann war es auch schon so kurz vor 13 Uhr und wir haben uns voneinander getrennt und ich bin in Richtung Heine Verlag unterwegs gewesen, denn um 13 Uhr hatte der Heine Verlag eingelesen auf ein Blogger-Autoren-Meet-and-Greet und ich bin dahin gestürmt, weil ich eins der Bücher, das ich dabei hatte, signieren lassen wollte und ich auch vorher schon mit Caroline Wahl, die Traumknüpfer geschrieben hat, über Lovely Books uns angeschrieben hatten, ob wir uns da denn sehen, ob wir da uns irgendwie austauschen können. Und sie hatte ja auch die Lovely Books Leserunde, wo man sich ja schon wunderbar über das Buch austauschen konnte, auch eben mit ihr als Autorin, die dann eben dabei war. Was ich immer ganz, ganz besonders finde, ist, wenn eben auch der Autor, die Autorin dabei sind und eben auch vielleicht auf so Gedankengänge, die man hat, auch ein bisschen reagieren. Und Caroline und ich hatten uns eben vorher geschrieben und sie hat eben gesagt, sie ist zu der Zeit eben auch dort und schwupps war ich dort angemeldet und habe natürlich dieses Buch mir auch signiert. Also ich habe den Brecher tatsächlich mit rumgetragen, da war sie total erschrocken und ja, es wird jetzt ein bisschen hell sein. Aber sie hat mir das Buch ganz lieb signiert, nochmal vielen Dank dafür. Und das macht jetzt natürlich das Buch noch ein bisschen besonderer, als es eh schon ist. Ich war ja sehr begeistert von der Traumknüpfer und wir haben uns natürlich ein ganzes Stück über das Buch unterhalten, über was denke ich, was denkt sie, wie kam sie dazu, haben hier wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt, haben uns auch über andere Bücher unterhalten. Auch was ich sehr interessant fand, war, weil wir saßen in einer Runde von Männern, bei Heine, die eben Fantasy schreiben. Ich saß auch bei Tom und Stefan Orgel, die ja die Blausteinkriege geschrieben haben. Und ich dachte noch, die beiden, wie kommen sie dir bekannt vor? Das Problem ist aber einfach, glaube ich, wirklich bei etwas neueren Autoren, dass wenn man dann nur das E-Book liest, dass man gar nicht das Autorenfoto irgendwie wo so vor Augen hat. Und wenn man sich dann nicht wirklich intensiv mit den Autoren beschäftigt, dass das dann halt einfach so ein bisschen untergeht. Aber beide haben uns dann auch vorgestellt, wer wir sind und haben uns auch ganz, ganz kurz leider bloß
über das Buch unterhalten von Ihnen. Und Sie waren dann eben mit anderen Bloggern im Gespräch. Was ich schade fand, ich hätte mich auch gerne mal noch mit den beiden so ein bisschen über die Blausteinkriege unterhalten. Aber ja, ich war auch so im Gespräch mit Caroline Wahl vertieft und das ist echt eine super sympathische und man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese junge Frau, ich glaube 24 hat sie gesagt, ist sie, wirklich so einen tollen High-Fantasy-Roman schreibt, in ja so einer Männerriege sozusagen. Und wir hatten uns eben auch über diese Thematik unterhalten, ob man denn mal einen Moment drüber nachgedacht hat, vielleicht aus Caroline irgendwie nur ein C zu machen, um eben vielleicht den Hinweis nicht drauf zu geben, dass sie eine Frau ist. Und da habe ich unglaublich tolle, interessante Dinge so ein bisschen erfahren. Und wie das dann auch so beim Verlag ist und bei dem Buch und was sie nebenbei macht. Und es ist wirklich beeindruckend, wie viel Energie auch Caroline gerade hat. Und das habe ich auch schon bei den Drostens gespürt und denke wirklich, Mensch, das ist echt der Hammer. Also eine Idee und wie die zum Leben erweckt wird und dass sich dann eben ein Verlag findet, der das wirklich auch umsetzt. Und das ist echt der Hammer. Also ich bin da immer wieder beeindruckt und ja, also es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich hoffe, dass wir von Caroline noch ganz, ganz viel hören und wir uns vielleicht dann tatsächlich auch in Frankfurt wiedersehen, weil es war so ein wunderbares Gespräch und wir haben uns wirklich lange unterhalten. Also es waren bestimmt 45 Minuten, 40 Minuten, also es war eine sehr lange Zeit und fand ich wirklich sehr, sehr toll. Also ich war da wirklich sehr angetan und habe mich natürlich auch sehr über die Signatur gefreut. Caroline ist dann Richtung Lovely Books Treffen aufgebrochen, da wollte ich aber nicht hin, weil man da in den letzten Jahren immer so gehört hat, wie viele Menschenmengen dort sind und wie viele Menschenmassen. Und ich bin dann im Grunde abgebogen zum nächsten Random House Verlag, zum CBD Verlag. Denn ich wusste, dass die liebe Bettina Behlitz dort sein wird. Und ich habe ja damals ihre Scherben-Mond-Splitterherz-Trilogie wirklich verschlungen und fand ich ganz, ganz toll. Und ich hatte ja jetzt auch relativ aktuell die Diamantkrieger-Saga gelesen. Und die sieht man hier hinten nochmal drauf. Der blaue Teil war jetzt der erste, der rote wird der zweite sein, der dann im Herbst erscheinen wird, im Oktober. Wahrscheinlich passend dann zur Frankfurter Buchmesse. Und dann hatte ich ein total faszinierend und interessantes Gespräch mit der lieben Bettina und habe mir dann natürlich auch eine Autogrammkarte geholt, weil ich das Buch ja nur als E-Book gelesen habe und dementsprechend keine Signierung mir sozusagen holen konnte. Und das war was ganz anderes. Also Bettina, ich hoffe, du siehst das Video, hat mich total fasziniert. Also mit welcher Leichtigkeit sie über das Schreiben erzählt hat und wie das so bei ihr vonstatten geht, das saß ich wirklich sehr beeindruckt daneben und dachte mir, ich hätte nur gern die Hälfte dieser Leichtigkeit, vielleicht auch für andere Dinge im Leben. Also ich fand das unglaublich toll. Es ist so eine starke Frau und mit so viel, ja, auch ganz viel Wärme im Herzen und wie sie das also unterbekommt. Also sie hat ja auch noch einen jungen Sohn und lebt ja eher ländlich und aber so viel Lebensenergie und ich fand das ganz, ganz toll. Also ich war da wirklich, jetzt war ich nicht sprachlos, aber schon so in Gedanken, wo ich dachte, wow. Und dieses Wow ist mir bei unserem Gespräch ganz, ganz oft durch den Kopf gegangen, weil mich das echt, echt begeistert hat, was diese Frau mir da so erzählt hat von ihrem Schreibideenfluss, dass dann 9 Bücher im Jahr entstanden mal sind, welche Phasen sie so in ihrem Leben durchgemacht hat und auch beim Schreiben und auch jetzt so den Diamantkrieger-Saga, was sie dazu gebracht hat, was sie da alles im Kopf hat und dass da Ideen schon zur Vorgeschichte da sind und faszinierend. Also ich fand das wirklich unglaublich und es hat wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen, ja, Punkt irgendwie in mir aufgemacht, wo ich dachte, man muss einfach an sich glauben, an seine Ideen glauben und das einfach machen. Und ich glaube, dass wir oftmals sehr, oder ich auch oftmals dazu neigen, mache ich das wirklich? Und obwohl ich eigentlich kein so Kopf- oder vielleicht zu kopflastig bin. Und bei Bettina Behlitz hatte ich einfach das Gefühl, man muss es einfach mal so rauslassen und einfach so der Idee auch wirklich nachgeben. Und jetzt machen wir mal einen kurzen Break. Ich denke, so viel Zeit ist gerade nicht mehr.
Also das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, das in mir wirklich viele Knöpfe ja angeschalten hat, durcheinander gebracht hat und ich wahrscheinlich noch so ein bisschen wirklich an Lebensenergie von Bettina einfach mitnehme. Und ich fand es ganz toll, wie viel Zeit sie sich wirklich genommen hat und dass wir wirklich, also so eine Dreiviertelstunde war es bestimmt locker, uns wirklich auch unterhalten haben. Zwischendrin bin ich dann einem ganz lieben Verlagsmitarbeiter von Random House über den Weg gelaufen, dem lieben Sebastian Menacher. Ich hoffe, man spricht den Nachnamen so aus. Den ich so von der Seite ein bisschen angeguckt habe und dachte, das Gesicht kenne ich doch. Und ich habe ja leider kein Gesichtermerk. Und er trug jetzt eben auch noch Vollbart. Man kennt ihn ja auf seinen Bildern, was man zum Beispiel jetzt aus dem Bloggerportal eben kennt, als YouTuber oder auch als Blogger, glatt rasiert. Und auch wir haben uns kurz und knapp wunderbar unterhalten. Und das war so, sind halt nochmal ganz andere Welten so aufeinander geprallt, fand ich. Nicht nur Autor, Leser. Ich sehe mich ja definitiv als Leser und nicht irgendwie als, keine Ahnung, ne? Also für mich ist das schon wirklich, ich treffe da auf Menschen, deren Bücher ich toll finde. Und dann traf aber sozusagen die YouTuberin auf den Verleger und das war total interessant. Also ich habe mich unglaublich gerne auch mit Sebastian Menacher unterhalten und es war ein cooles Gespräch und es hat ganz viel Spaß gemacht, eben auch einfach die Seite so ein bisschen beleuchtet zu bekommen und da sich einfach auszutauschen, was auch die Verlagswelt vielleicht so ein bisschen zu den YouTubern sagt, zu den Bloggern sagt. Und nicht umsonst gibt es wahrscheinlich auch ein Bloggerportal und ich finde das toll. Also es hat auch viel, viel Spaß gemacht, das war viel zu kurz. Am liebsten hätte ich da auch direkt noch mit ihm mal einen Kaffee getrunken, aber ich glaube, der ist dann auch langsam zu seinem Zug gedüst, weil er dann auch, glaube ich, schon losgefahren ist. Also auch ein ganz, ganz tolles Gespräch und wenn es auch nur kurz war, aber ich fand es sehr interessant und ach, wie gerne würde man in der Welt einfach auch so ein bisschen sein, ne? Also das ist schon, wo ich so denke, Mensch, ich suche mir jetzt mal einen Verlag, wo man unterkommt und einfach so seinen Traum dann auch irgendwo vielleicht leben kann. Wenn es schon nicht als Autor klappt, dann vielleicht als Verlagsmitarbeiter. Ja, dann war ich schon auf dem Weg. Um 15 Uhr war ja das YouTuber-Blogger-Zuschauer-Treffen. Und auf diesem Weg dorthin bin ich natürlich einmal, also ich war ja schon in der Nähe des Blanc Vallée Verlags und habe mir dieses ganz, ganz tolle Heftchen mitgenommen, der Wegweiser durch die fantastischen Welten. Und hinten drauf ist dann der Blanc Vallée Verlag. Und das habe ich natürlich mitgenommen, weil da ein Stand war mit Game of Thrones. Ja, wie soll es anders sein? Es war auch der Winter naht, die neue Ausgabe sozusagen, die ihr hier sehen könnt, war käuflich zu erwerben und die legen ja also wirklich ja, das Lied von Eis und Feuer sozusagen neu auf und machen es wirklich in englischer Originalmanie und packen eben jetzt wirklich wieder die zwei Bände, die es eigentlich im Deutschen sind, wieder in einen zusammen, wie es eben der original amerikanischen Ausgabe entspricht. Und ich bin da sehr gespannt. Ich habe da drin schon so ein bisschen geblättert. Und ach ja, meine Mies kommt. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen was gefunden, was mich direkt wieder angesprochen hat. Das ist echt entsetzlich. Und ja, war auf jeden Fall, also ich glaube Random House. Und das ist wirklich so mein Verlag. Neben dem nächsten Verlag, an dem ich vorbeigelaufen bin, das blende ich euch jetzt einfach mal ein. Und bei diesem Verlag musste ich sehr stark an Gerd denken. Lieber Gerd, wenn du siehst, fühl dich gegrüßt und weiterhin gute Besserung. Der ja leider wegen einer Schulterverletzung, Schmerzen nicht auf die Leipziger Buchmesse konnte. Und ich bin aber natürlich dennoch am Glett-Cotta Verlag vorbeigekommen und dachte, Gerd, wir inhalieren jetzt beide einfach mal unseren Lieblingsverlag. Denn jeder wird es wissen, im Glett-Cotta Verlag wird Herr der Ringe, der Hobbit und Ähnliches verlegt. Und das war eigentlich immer so unser Punkt, wenn wir gesagt haben, wir treffen uns dann einfach wieder. Dann haben wir uns meistens am Glett-Cotta Verlag getroffen oder sind uns da tatsächlich auch schon zufällig über den Weg gelaufen. Und ich fand es wirklich schade, dass es diesmal kein zufälliges über den Weg laufen gab. Und ja, fand das wirklich schade. Gerd, du wurdest auf jeden Fall vermisst und ich hoffe, dass wir uns spätestens in Frankfurt dann wieder über den Weg laufen oder vielleicht vorher schon bei so einem Booktuber treffen.
Dann war es kurz vor 15 Uhr, als ich mich durch die ganze Halle 4, ja, Halle 4, gequetscht hatte. Also man hat da schon gemerkt, oh, da ist definitiv mehr los. Und ich muss ja wirklich gestehen, ich war ja etwas über 1,5 Stunden im Random House Verlagswesen, wenn man so möchte, und saß eben ziemlich eingepackt in Watte, möchte ich sagen, bei den Autoren. Und ich gehe wirklich raus aus diesem Verlag schon und denke mir, boah, so viele Menschen. Das ist total mir vorbeigegangen. Also es waren auch wirklich einfach so mitreißende Gespräche. Und man hat sich nicht gefühlt, wie wenn man auf einer Messe ist. Und ich war dann ganz geflasht, als ich da wieder rausging und dachte, boah, wo sind jetzt auf einmal die ganzen Menschen hergekommen? Ja, und das YouTuber-, Blogger-, Zuschauertreffen war da natürlich auch dementsprechend sehr gut besucht. Ich glaube, auf die erste, die ich gestürzt bin und wiedererkannt habe, war die liebe Nessie vom Kanal Bibliofee. Und ich versuche natürlich auch so viele Menschen wie möglich unten zu verlinken. Ich weiß nicht, ob ich an alle denken werde, aber ich bemühe mich mal. Man kannte natürlich auch nicht jeden, aber die liebe Nessie kenne ich ja ein bisschen besser, würde ich sagen, als so manche anderen YouTuber, weil wir auch gemeinsam in der Wichtel-WhatsApp-Gruppe sind und da ja im Grunde unser Weihnachtswichteln gemacht haben. Und ja, da hat man natürlich einfach so ein bisschen den anderen Austausch schon mal gehabt. Und es war sehr cool. Also wir haben uns getroffen und haben auch für die Mädels in der WhatsApp-Gruppe direkt mal eine Nachricht losgelassen, dass wir beide uns eben sozusagen gefunden haben. Wir waren ja die einzigen beiden aus der Gruppe, die im Grunde auf der Leipziger Buchmesse waren. Und ja, das war echt toll. Also ja, dann ist mir wieder Sandra über den Weg gelaufen, die auch ohne dass sie im Booktuber sozusagen ist, einfach mit zu dem treffen wollte. Und da haben wir uns dann auch noch ein bisschen ausgetauscht, was wir beide so erlebt haben in der Zeit. Und dann sind nach und nach alle anderen möglichen Booktuber und Blogger, also wobei ich muss ehrlich gestehen, ich lese kaum Blogs, was mir echt leid tut, deswegen kann ich mit den meisten Bloggern nicht so viel anfangen. Ich bin halt wirklich ein YouTube-Mädchen und dementsprechend kenne ich natürlich viel mehr Booktuber, muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich nicht alle kannte. Also ich habe einige unbekannte Gesichter getroffen, die dann glaube ich auch ein bisschen enttäuscht waren, dass man sie nicht erkannt hat. Aber auch ich verlange ja nicht von jedem, dass man mich kennt. Das, wo ich so dachte, ja, es tut mir leid. Na, man kann halt nicht jeden kennen. Also das ist einfach so. Irgendwann ist wahrscheinlich der Radius auch einfach begrenzt und man hat seine YouTuber, die man gerne guckt, und dann manchmal trifft noch jemand Neues dazu. Und das ist halt echt schwierig, da alle zu kennen. Und es tat mir auch echt leid, dass sich da manche scheinbar ein bisschen betroffen gefühlt haben. Aber wir können das ja durchaus ändern. Also ich habe auch 2, 3 Visitenkarten bekommen, wo ich mich jetzt da mal dran machen werde, da mal ein bisschen die Videos zu gucken. Und wo ich sage, das lässt sich ja durchaus ändern, dass man sich dann eben einfach erkennt. Ja, wer ist mir da alles so bewusst über den Weg gelaufen? Natürlich die Büchernixen, die auch vollzählig waren. Ich glaube, Alissa kam erst Freitagabend. Dann war da, ja, die liebe Shari war auf jeden Fall da. Die habe ich wieder getroffen. Dann The Falling Alice war da, fand ich sehr schön, sie mal wieder zu treffen. War auch schon länger, dass wir uns, glaube ich, nicht irgendwie auf einer Messe oder so gesehen hatten. Ich glaube, in Frankfurt, da war sie, glaube ich, gar nicht dabei. War auf jeden Fall toll. Wer war denn noch alle so? Oh, sieht ihr, jetzt ist es schon wieder vorbei. Dann war Niki Paula da. Und die hat auch wie eine Art Poesiealbum herumgereicht, in das man irgendwie Grüße oder irgendwas schreiben konnte. Da war ich dann vor lauter Spontanität direkt überfordert, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Die liebe Sabrina von Kapitelchen war da, die liebe... Ach, ich habe es einfach nicht mit Namen, aber es fällt mir bestimmt jetzt noch so ein bisschen ein, weil ich krieg's wahrscheinlich nicht mehr nacheinander. So, also, jedenfalls sollte ich mir einfach das Gruppenbild holen. Das blende ich euch auf jeden Fall mal ein. Ich weiß gar nicht mehr, wer es zur Verfügung gestellt hat. Auf jeden Fall sieht man da wirklich alle YouTuber. Und dann hat mich natürlich besonders gefreut, die liebe Laura, also Laura Newman, zu treffen. Und auch die liebe Annika Bühnemann, zwei Self-Publisher. Was ich ja wirklich wieder, immer wieder auch sehr, sehr und unglaublich inspirierend finde, was beide immer so, ja, wirklich auf den Weg bringen an Kreativität. Und gerade auch Annika, die natürlich neben dem Schreiben eben auch noch als Coach ja so ein bisschen aus einer anderen Sicht erzählen kann, fand ich super interessant. Ich liebe ihre Videos
und fand das so toll, auf einmal ihr so gegenüberzustehen. Und ich habe natürlich auch eine Autogrammkarte abgestaubt. Ja, fand ich ganz, ganz toll. Und ich finde auch mit dem silbernen Stift und so finde ich wirklich schön. Also hat mich unglaublich gefreut, so viele zu treffen. Und jetzt fehlen mir tatsächlich schon wieder die Namen, wer alles dabei war. Es ist... ja, Nico Abrell kam auf jeden Fall noch ein bisschen später, der konnte irgendwie nicht fliegen, musste irgendwie Zug fahren. Wir hatten auch viel zu wenig Zeit, uns zu unterhalten. Das hatten wir irgendwie beim Regensburger Booktuber-Treffen besser hinbekommen. Da haben wir uns tatsächlich ein bisschen länger unterhalten können. Es waren auf jeden Fall unglaublich viele Menschen. Das kann ich definitiv sagen. Wer war denn noch so ein bisschen da? Ja, jetzt ist irgendwie sind die Namen weg. Also ihr habt ja das Gruppenfoto gesehen und ich blende es einfach mal durchgängig wahrscheinlich ein. Und ja, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz toll. Also das ist natürlich, da trifft man dann auch Menschen, die man sonst eben auch nur von YouTube kennt, von vor der Kamera trifft man dann eben ja einfach mal so dahinter. Es wird unglaublich viel gefilmt, viel fotografiert und es war lustig. Also ja, ich fand es unglaublich lustig. Und danach ging es in die, Anker. Ankas Geblubber. Die liebe Anka hatte ich auch getroffen. Die bin ich ja in Frankfurt schon kurz über den Weg gelaufen. Und sie hatte eben gesagt, es ist heute ihr erstes YouTuber-Blogger-Treffen, wo sie überhaupt erscheint und dabei war. Und fand ich toll. Die hatte ja auch vor kurzem so eine ganz, ganz tolle Reise durch Namibia gemacht. Und da konnten wir auch so in 5 Sätzen miteinander drüber sprechen. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, war auf jeden Fall wieder toll, dass wir uns mal so ein bisschen echter gesehen haben. Dann ging es eben in die Blogger-Lounge zusammen mit Laura und Annika, habe ich da einen Kaffee getrunken. Das hatten wir vorher, also gerade mit Laura hatte ich das vorher schon so ein bisschen ausgemacht. Leider habe ich die liebe Lotta nur ganz, ganz kurz getroffen von Lottas Bücher und fand ich sehr schade. Mit Lotta hätte ich gerne ein bisschen länger geplaudert, aber es hat sich bei ihr zeitlich nicht einrichten lassen. Wem ich komplett irgendwie verpasst habe, ist die liebe Joyce gewesen, die, glaube ich, nur bis Freitag da war. Hätte ich auch gerne getroffen, so dass die Testleser von Laura sozusagen ein bisschen vereinter wären. Tobi war ja leider gar nicht da, aber gut, haben auf jeden Fall gefehlt. Ich erinnere mich gerne an unser Mittagsdate an der Frankfurter Buchmesse zurück, wie toll wir da zusammen saßen und unseren Spaß hatten. Und ja, man nimmt da einfach so viel mit. Und nach dem Kaffee sind wir um kurz vor 5 Richtung BOD-Stand gegangen, wo ich dann ein wunderschönes Regal mit Jonah Hardcovern entdeckt habe. Und das war eben so ein... BOD Meet and Greet, wo eben die Autoren sich untereinander kennenlernen können und eben auch die Leute vom BOD Verlag. Da war ich so ungefähr vielleicht noch 20 Minuten und bin dann eben langsam aufgebrochen. Dann war es ja schon 5:20. Bin nochmal durch die Glashalle gelaufen, von der ich irgendwie ganz, ganz wenig an dem Tag mitgenommen habe. Ich denke, dass wir uns da, wie wir das erste Mal auf der Messe waren, wirklich lange, lange aufgehalten haben. Ja, kann man nichts machen. Und dann bin ich zu meinem Auto fix und fertig und habe mich auf den Weg zu IKEA gemacht. Ja, so war mein Messetag. Also ziemlich voll mit wunderbaren Gesprächen und ganz wenig Messe, wenn man so möchte. Also es stört mich kein bisschen. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe diese Gespräche wirklich unglaublich genossen und ich nehme da so viel mit und so viel Begeisterung, die Autoren und Autorinnen eben ausstrahlen und so viel Kraft und Kreativität, egal ob beim Verlag oder als Self-Publisher oder auch wirklich Annika, die mit ihrem Coaching ja nochmal auf einer ganz anderen Sicht auf die Dinge hat und ich fand das unglaublich toll. Also ich habe mich unglaublich gerne mit den Menschen unterhalten und es ist für mich wirklich so eine Menschenmesse gewesen, wo ich Menschen begegnet bin. Jetzt hört die Stimme langsam auf. Das fand ich wirklich toll. Also es ist, ja mein Schatz, das ist wirklich für mich so eine Highlight-Messe, was einfach die Menschen angeht und dass jeder so viel Zeit hatte und Geduld hatte und, also Geduld, ne? Aber man denkt sich ja immer, man will ja keinen irgendwie aufhalten oder so und man bekommt nie das Gefühl und eher im Gegenteil, man hat gespürt, dass eben auch die andere Seite sich gerne so ausgetauscht hat und das war einfach toll. Also ich fand es wunderbar, es hat
ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich einen ganz, ganz tollen Messetag. Und besonders gefreut habe ich mich auch wirklich, dass ich Sandra so lange über dem Weg immer wieder gelaufen bin, dass wir so eine Zeit zusammen verbracht haben, weil wir ja halt einfach über WhatsApp und so und Facebook immer mal quatschen und sie ja den Weg von Berlin nach Leipzig gemacht hat und ich das wirklich toll fand, dass wir uns da einfach so auch abseits eben dieses Booktuber-Treffens am Anfang der Messe getroffen haben und Fitzek zusammen erlebt haben und das war natürlich toll. Also ja, auch ganz, ganz toll waren die vielen Menschen, die mich angesprochen haben als Zuschauer, wo man dann natürlich immer so dasteht, denkt, oh, meinen die tatsächlich mich? Also man gewöhnt sich nicht dran, das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer wieder überraschend, wenn man angesprochen wird, aber es kam so viel Positives rüber in kurzen Gesprächen und ganz lustig fand ich, dass zwei junge Mädels da waren beim Booktuber-Treffen, die keine 30 Kilometer von mir entfernt wohnen und wir uns einfach auch mal mit 10 Sätzen irgendwie austauschen konnten und dann Fotos gemacht haben. Und wir müssen uns auf jeden Fall auf einen Kaffee treffen, wenn ihr das Video jetzt seht, weil wenn man so nah beieinander wohnt, also ich finde, da muss man einfach zusammenhalten und auch einfach mal sich bei einem Kaffee oder jetzt demnächst kommt die Frühlingszeit, bei einem Eis irgendwie austauschen. Und es war so viel Herzlichkeit, so viel Wärme und man merkt da einfach, man macht doch irgendwie genau das, was eben das Herz von einem selbst erwärmt. Und man macht es irgendwie schon richtig. Und das fand ich wirklich an dem Samstag so, so toll, dass man gespürt hat, wenn man was mit Leidenschaft macht und auch wenn es nur ein Hobby ist, ist es doch etwas, für was man brennt. Und ja, das Feuer sollte man einfach weiter nutzen, um kreativ zu sein, um einfach das zu machen, was man will. Und wo geht das fast besser als auf YouTube? Also ja, jetzt werden sich manche fragen, Mensch Steffi, hast du gar kein Buch gekauft? Nein, die Steffi hat tatsächlich kein Buch gekauft. Die Steffi hat das irgendwie total vergessen, dass sie ja auf einer Buchmesse ist. Nein, also ich bin ja eh kein so gerner Käufer auf Buchmessen, weil ich ungern Bücher mit mir noch länger herumschleppe, die ich ja durchaus auch hier einfach in der Thalia kaufen kann. Und so habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Bücher abfotografiert und habe eben so das ein oder andere Büchlein hier drin entdeckt. Und das ist im Grunde schon für mich, wo ich sage, da kommen bestimmt in der nächsten Zeit mal 2, 3 Bücher von der Wunschliste dann auch auf den Sub. Und ich hatte auch gar keine Zeit, mir Großbücher anzugucken. Ja, es ist echt so. Also, aber es stört mich überhaupt nicht. Also, ich war auch in Frankfurt kein Buchkäufer und ich habe, glaube ich, auch letztes Jahr in Leipzig kein Buch gekauft. Also, ich bin da wirklich jemand, der da nur Ideen mitnimmt und Ich habe ein Buch ganz umsonst mitgeschleppt und zwar Lieblingsmomente von Adriana Popescu, die ich dann irgendwie tatsächlich verpasst habe an ihrem Verlagstand, die wahrscheinlich bis zu 10 Minuten bevor ich kam, dann weg war, weil ich eben so in diesen Gesprächen vertieft war und gar nicht so groß den Blick auf der Uhr hatte. Aber ja, sollte ich jetzt irgendwem namentlich vergessen haben, bitte nehmt es mir nicht übel, ich versuche alle lieben Menschen unten natürlich in die Infobox zu packen. Da kann jeder mal vorbeigucken, wenn er irgendwem noch nicht kennt. Und ich versuche das so ein bisschen hinzubekommen. Ich hoffe, mein etwas anderer Messerückblick hat euch gefallen. Ich denke, es war doch ein sehr persönlicher Bericht und schon eher wirklich ein Vlog mit Gedankengängen und sonstigem als wirklich so einen Messerückblick. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich denke, ich habe im Groben alles erzählt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und hoffe, dass alle, die ich jetzt so getroffen habe, gesehen habe, dass wir das irgendwann mal wiederholen und uns wieder über den Weg laufen und dann eben auch eine schöne Zeit haben. Und das war es nun von mir. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und das war's. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen tollen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.